In den letzten Tagen hatte ich wieder einige Diskussionen zu einem bestimmten Buchhaltungsfehler, den ich ständig sehe in den Buchhaltungen von Selbstständigen und Freiberuflern. Gerade von Selbstständigen, die auf irgendwelchen Online-Plattformen ihr Geld verdienen. Das ist dann auch fast egal, über welche Plattform ich spreche. Also Airbnb oder Upwork, also die Freelance-Plattform. Oder ob du bei Elopage was verkaufst. Oder aber auch, ob du PayPal benutzt als Zahlungsanbieter. Immer dann entsteht ein Fehler, den ich wirklich sehr, sehr häufig sehe. Und ich dachte mir, ich nehme dazu einfach mal ein Video auf und erzähle dir einmal, welches Problem da entsteht und wie du es bitte nicht machen solltest. Und ich verrate natürlich auch, wie es richtig ist. Es gibt nämlich eine Buchhaltungsregel, die wird von, ich würde mal sagen, vielen Zehntausenden Selbstständigen in Deutschland regelmäßig ignoriert. Und diese Buchhaltungsregel heißt Verrechnungsverbot. Wenn du beispielsweise PayPal benutzt und du deinen Kunden eine Rechnung stellst in Höhe von 100 Euro, dann bekommst du ja nicht 100 Euro von PayPal, sondern der Kunde überweist dir dann das Geld per PayPal und du kriegst das Geld dann ausgezahlt, allerdings abzüglich der Gebühren. Das heißt, auf deinem Konto landen dann nur beispielsweise 95 Euro, um das leicht zu halten, weil der Kunde hat dir zwar 100 Euro überwiesen, aber PayPal nimmt sich die Gebühren weg und zwar in Höhe von 5 Euro, so als Beispiel jetzt. Und das macht fast jede Online-Plattform. Also wenn du über Upwork beispielsweise Freelance-Aufträge annimmst, dann nimmt sich Upwork 10-20% weg. Airbnb nimmt sich auch irgendeinen Betrag weg und so weiter. Also es ist ein vollkommen normaler Prozess, dass sich die Plattform eine gewisse Gebühr wegnimmt. Was in dieser Konstellation falsch wäre, ist, wenn du einfach den Nettobetrag, also den Betrag nach den Gebühren als Umsatz buchen würdest. Das heißt 95 Euro. Das ist falsch. Richtig wäre, du buchst den gesamten Rechnungsbetrag von 100 Euro und buchst die 5 Euro Gebühren oder wie viel auch immer dann in die Kosten. Dann hast du 100 Euro Umsatz minus 5 Euro Kosten sind im Ergebnis auch 95 Euro für diese Transaktion. Das ist aber absolut wichtig, dass du das getrennt machst und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist die Umsatzsteuerberechnung. Denn du zahlst die Umsatzsteuer ja auf die 100 Euro und nicht nur auf die 95 Euro. Und das schauen wir uns gerne mal an. Wenn du nämlich 100 Euro brutto bekommst, dann ist der Umsatzsteuerbetrag davon 15,97 Euro. Das heißt, der Nettobetrag, der tatsächlich dein Nettoumsatz ist, wäre bei 100 Euro brutto dann 84,03 Euro. Auf der Kostenseite hast du dann die 5 Euro PayPal-Gebühren. Da PayPal seinen Sitz aber nicht in Deutschland hat, sind diese Gebühren ohne Umsatzsteuer. Das heißt, auf der Kostenseite hast du dann nicht die Möglichkeit, irgendwie Vorsteuer geltend zu machen, weil PayPal einfach keine Umsatzsteuer ausweist. Wenn du jetzt in deiner Buchhaltung nicht den gesamten Umsatz buchen würdest, sondern nur das, was dir ausgezahlt wird, also die 95 Euro, dann verändert sich ja auch die Umsatzsteuerberechnung. Dann rechnest du nämlich mit einem Bruttobetrag von 95 Euro, rechnest da die 19% Umsatzsteuer raus und das sind dann 15,17 Euro. Das heißt, im Ergebnis hast du weniger Umsatzsteuer und zwar 80 Cent. Das klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel, aber ganz ehrlich, deine Rechnungen werden in der Regel auch höher sein als 100 Euro. Die sind dann vielleicht 1000 Euro, 10.000 Euro oder auf ein ganzes Jahr gerechnet 100.000 Euro Umsatz. Und das läppert sich schon ziemlich. Das heißt, durch diese ganze Verrechnung der Gebühren ist deine Umsatzsteuerberechnung falsch. Und ganz ehrlich, das möchtest du nicht, weil das führt natürlich dazu, dass du früher oder später Ärger mit dem Finanzamt bekommen wirst und eine Umsatzsteuernachzahlung hast. Der zweite Grund, warum das falsch ist oder warum du es unbedingt vermeiden solltest, immer nur den Auszahlungsbetrag zu buchen, sind bestimmte Wahlrechte. Du hast in deiner Selbstständigkeit, genauer gesagt in der Buchhaltung, bestimmte Wahlrechte, die du wählen kannst, die abhängig sind von deinem Umsatz. Beispielsweise die Kleinunternehmerregelung. Diese Kleinunternehmerregelung kannst du immer dann in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz im Vorjahr unter 22.000 Euro war und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro ist. Aber da reden wir natürlich über deinen gesamten Umsatz und nicht den Auszahlungsbetrag. Das heißt, auch da müssten die 100 Euro zugrunde gelegt werden und nicht nur die 95 Euro. Und dafür ist natürlich wichtig, dass diese 100 Euro irgendwo auch mal erfasst werden. Deswegen auch für diese Wahlrechte ist es absolut wichtig, dass du deinen gesamten Umsatz einmal erfasst. Andere Wahlrechte, die da eine Rolle spielen, ist zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen Soll- und Ist-Versteuerung oder für Gewerbetreibende die Bilanzierungspflicht, die auch greift, wenn du über 60.000 Euro Jahresgewinn bist oder 600.000 Euro Umsatz pro Jahr. Ich hoffe, mit diesem Thema konnte ich dich ein wenig sensibilisieren für das ganze Thema Verrechnung von Gebühren und der richtigen Buchung. Wenn du da noch konkrete Beispiele hast oder Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du selbstständig oder freiberuflich bist und Hilfe bei deiner Selbstständigkeit brauchst, beim Thema Steuern, Buchhaltung und so weiter, dann schau dir doch mal unser Angebot an. Wir sind nämlich spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne weiter. Wie wir das ganz konkret machen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst oder du schaust dir einfach weitere Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.